Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben nach einiger Zeit endlich mal wieder Death Notes bekommen. Und wie man sowas in Mitte des Jahres kennt, das haben wir schon so oft bekommen, hören sie anscheinend auf die Community. Gucken wir mal, was sie wirklich zu sagen haben. Ich bin sie noch schon durchgegangen. Es hört sich wirklich vielversprechend an, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich wirklich arg was ändern wird. Schauen wir aber mal. Wir wissen ja noch, das aktuelle Problem war ja vor allem mit den Banner-Releases, dass viel zu schnell Sachen released wurden. Oder jetzt aktuell, das haben wir jetzt aber nicht angesprochen, kann ich ja schon mal spoilern, dass einfach 2 Monate lang oder sowas nur Original-Character rausgekommen sind. Und auch eine Original-Character-LR. Ist schon sehr, sehr schwierig, Dazu haben sie sich jetzt nicht geäußert, ich denke mal, werden sie auch nicht, weil sonst hätten die es ja hier halt in den Death Notes gemacht. Aber trotzdem, wie gesagt, stehen hier sehr, sehr krasse Sachen drin, wo ich sagen muss, freue ich mich schon, aber ob es halt das Game saven wird, keine Ahnung. Ich werde trotzdem immer wieder Grand Cross spielen, weil ich es einfach als cooles Game finde, als chilligstes Game. Ja, gucken wir mal. Hier im ersten Abteil reden die nur über den Overlord Collab, dass sie ihn jetzt wieder reingebracht haben, nach 10 Monaten, glaube ich, genau. Nach 10 Minuten, weil er anscheinend so krass in Japan und Korea im Hype war. Weil er einfach so krass im Hype war dort und am meisten anscheinend eingebracht hatte von allen Collabs. Und da sie wahrscheinlich die Rechte für ein Jahr hatten, haben sie sich gedacht, komm, nach 10 Monaten bringen wir wieder ein Collab raus. Und ich muss euch ehrlicherweise da sagen, fühle ich auch, weil Demi und Narubara, oder wie auch immer die heißt, sehen schon sehr, sehr cool aus. Narubara natürlich eher für PvE, habe ich ja schon gesprochen. Wenn ihr wissen wollt, was die beiden machen, schaut mein letztes Video an. Darauf bin ich eingegangen dann. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, auch wenn ich Overlord jetzt nicht geschaut habe oder halt nur ein bisschen was davon geschaut habe, freue ich mich drauf, weil irgendwie ist schon Hype. Obwohl das ein Collab ist, was schon mal da war. Vor allem für mich als aktiven Spieler seit 5 Jahren, dass ein Collab kommt, was ein Rerun ist, sozusagen nach einem Jahr, nicht mal nach 10 Monaten schon, Hype-Collab ist, ist nicht schlecht gemacht von Netmarble, muss man ehrlicherweise sagen. Gucken wir mal, was die aber da bekommen, also wie viele Moneten die da damit machen. Ab hier fängt es erst an mit den ganz wichtigen Sachen. Aber das hier oben können wir ein bisschen rauslassen, da reden die nur ein bisschen, dass sie halt so coole Seiten gemacht haben mit dieser Merlin. Wir haben, glaube ich, auch ein Video dazu gemacht, oder war... Ich weiß nicht, ob... Ja, ich glaube, ich habe ein Video dazu gemacht, wo du sehen kannst, wie viel Gems du ausgegeben hast, wann du angefangen hast, also wie viele Tage das sind und sowas. Und dass du auf der Seite auch OSTs anhören kannst und sowas. Aber mehr sagen die hier in dem ersten Abteil nicht. Wird erst hier ein bisschen wichtiger, was sie da sagen. Nämlich den Festivalzyklus mit dem Erscheinen von UA-Festivals. Und da haben die gesagt, werden die eine Änderung vornehmen. Weil das ist eine Sache, wo ich ehrlicherweise sagen muss. Jetzt lange muss ich sagen, natürlich UA-Subnak und sowas. Aber wo man es richtig gemerkt hat, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach Base bin wegen Subnak, aber wo man es richtig gemerkt hat, war halt einfach, es kam der UA Meliodas raus, 2023, bei New Year's kam er ja raus. Und da kam erstmal nichts. Dann aber kam der Gopher. Dann, nach dem Gopher, ein Monat oder sowas, kam direkt UA-Dinger, Arthur. Dann, nach Arthur, kam direkt, ich weiß, wer kam nach Arthur eigentlich? Escanor? Kam direkt Escanor nach Arthur? Ich habe keine Ahnung mehr. Dann Subnak. Dann jetzt Thor. Dann jetzt das und das. Dann jetzt das und das. Und ja, irgendwie lief es halt viel zu schnell. Was ich vielleicht mir gedacht hätte, ist es, dass Festivals vielleicht jetzt nicht mehr normale Festivals werden. Ist jetzt nur meine Idee. Also das ist nicht, was sie da geschrieben haben. Festivals sind keine normalen Festivals mehr, sondern... oder UA-Festivals, sondern die sind sozusagen wirklich die Festivals. UA-Festivals sind wirklich die Festivals sozusagen, die halt wir einmal zum Beispiel New Year's bekommen, wie heißt es, dann bei Dinger, beim Anniversary, beim Global Anniversary, beim JP Anniversary halt, also im März und im Juni und dann November-Festival, dass wir sozusagen 5, 6, 7 UA-Festivals pro Jahr bekommen oder sowas. Aber in der Zwischenzeit anstatt Seasonals normale Festivals bekommen. Also die mit den normalen Festivals können, die aber auch SSRs sind und keine URs. Weil da finde ich, da macht es ein bisschen exklusiver. Aber dafür haben auch alle URs ab da an dann auch eine Intro-Animation und sowas. Weil es sind wirklich dann diese Neuheiten von diesen URs, die halt
einfach exklusiver sind, so wisst ihr, was ich meine. Und die kommen auch nicht so oft zurück. Zum Beispiel, es ist jetzt auch schon tatsächlich so, Chaos Arthur, Digga, der muss langsam zurückkommen. Das ist auch ein prägnanter Punkt. Er muss langsam zurückkommen. Wenn er in der November Festival, oder ich sag euch ehrlich, wenn der nächsten Festival nicht drin ist, in der nächsten Festival ist wahrscheinlich Goldfell erstmal drin. Aber wenn Arthur nicht in den nächsten zwei Festivals, in irgendeiner von den zwei Festivals drin sein wird, Dann ist es vorbei. Man braucht diesen Arthur irgendwann mal auch. Und das müssen die auch verfügbar machen. Und das ist echt nicht geil von Netmarble, dass sie bis jetzt nur UA Meliodas zurückgebracht haben. Finde ich ein bisschen schade. Und eine Neuheit, die reinbringen müssen. In Kolebana macht da Festivals rein, sage ich euch ganz ehrlich, Digga. Müssen jetzt nicht die besten sein. Natürlich keine UA-Festivals, ganz klar. Aber was jetzt die letzte normale Festival, die wir bekommen haben, keine Ahnung tatsächlich, aber einfach bessere Collab-Banner, Digga. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht, glaube ich, auch meine Sorgen. Aber die haben mir schon gesagt, die werden einfach gucken in der Dinger. Die schauen sich an, wie das Release wurde in der ersten Hälfte von 24 und gucken dann auch die Meinungen von den ganzen Spielern an und dann entscheiden die, wie sie es ändern. Aber sie werden es ändern, haben die gesagt. Ja. Okay, das haben die jetzt hier gesagt, genau. Die haben auch geschrieben, dass sie halt versucht haben, sozusagen. Die wissen selber, die haben schneller den Festivalzyklus gemacht, also verkürzt, aber dafür hingegen auch mehr Gems gegeben, also mehr Diamanten. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, das ist natürlich cool, das haben wir aber schon mal angesprochen, weil sich sehr viele beschwert haben wegen UA-Festivals und wegen Dinger, wie man die hochleveln muss und dass man sie überhaupt bekommen kann, weil die so schnell hintereinander kommen. Habe ich schon öfters gesagt, seitdem wir UA-Festivals bekommen, muss man halt einfach zugeben, bekommen wir viel, viel mehr Belohnungen. Egal, ob es eine Anniversary ist oder keine Anniversary ist, bekommen wir bei jeder Festival mindestens 200 Gems. Natürlich, um die Festival garantiert zu bekommen, braucht man 900 Gems. Aber man muss ja nicht bei jeder Festival haben. So wisst ihr, was ich meine. Und deswegen, ja, ich habe es ja schon drüber gesprochen, aber man bekommt einfach viel mehr Belohnung. Ganz klare Sache. Was ich jetzt cooler finden würde, ist, wenn die den Festivalzyklus ein bisschen verlängern jetzt. Aber dafür trotzdem die gleichen Belohnungen lassen. Also trotzdem mehr Belohnungen machen pro Festival, vielleicht sogar 300. Und dann passt es, glaube ich, sogar. Und dann wird dieses Problem schon mal erstmal jetzt ein Jahr, zwei Jahre lang kein Problem mehr darstellen. Sage ich euch ganz ehrlich. Aber gut, da muss nicht Marvel entscheiden. Dann hier, das ist ein großes Chapter, wo ich ehrlicherweise sagen muss, wenn das wirklich reinkommt bald, dann... Also dann muss ich ehrlicherweise sagen, crazy stuff, was sie da reinbringen werden. Die haben gesagt, dass halt sehr viele Sachen, sehr viele für alte Spieler vor allem Sachen, Inhalte, genau, so würde ich es jetzt mal nennen, einfach Inhalte wie Training Grotto oder sowas, einfach ermüdigend sind für andere, für alte und neue Spieler. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Training Grotto, ja, ist schon crazy, du gehst da halt hin, machst es halt, vor allem wenn du mehrere von diesen Keys, dann ist es schon ein bisschen langweilig, das immer zu machen. Jetzt machen die halt eine Sache implementieren, wo du einfach sozusagen eine Funktion hast, mit dem du alle Schlachten der Trainingsgrotto auf einmal überspringen kannst. Dafür sind aber bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Fühle ich komplett, ich denke mal, vielleicht, wie sie es machen werden. Das habe ich mir jetzt von hier unten abgezogen, aber darüber reden wir gleich. Wie ich es fühlen würde, wie die es machen würden. Zum Beispiel, du kannst wie zum Beispiel Skip-Tickets sagen, wie oft du das machen willst, aber ohne Skip-Tickets natürlich mit den Schlüsseln, wie oft du die Trainingsgrotto öffnen willst. Sagen wir mal, du hast 13 Keys. Ich glaube, 13 ist das Größte, was du haben kannst. Und du sagst, du willst alle 13 öffnen. Dann hast du sozusagen nur eine geöffnet, aber du musst sie jetzt auch selber durchmachen, aber du bekommst Belohnungen mal 13. Wie bei zum Beispiel, vielleicht Leute von euch spielen Bleach Brave Souls, da geht es auch zum Beispiel. Du machst einfach, dass du das Match 10-mal spielst. Nicht 10-mal spielst, aber du bekommst es, als hättest du es 10-mal gespielt. Einfach das, du spielst dann dieses Event trotzdem, ganz klare Sache. Es bleibt dann nicht langweilig. Aber du hast halt einfach eine Implementierung, wo du einfach ganz schnell alles skippen kannst. Ohne, dass es zu einfach wird, meiner Meinung nach. Weil wenn sie wirklich sagen, es ist eine Funktion, wo du einfach Skip drücken kannst, Dann finde ich es nicht so gut, weil es catchen halt einfach nicht. Und dann irgendwann wird es noch langweiliger, als wenn man es einmal machen muss für 13. Du wisst ihr, was ich meine. Gucken wir mal, wie sie es aber wirklich reinbringen wollen. Dann hier. Das hier.
bei Heroes Arena wollen die ein paar Veränderungen machen, dass sie vielleicht einfach mal eine Anpassung von den Belohnungen machen wollen. Zum Beispiel musst du jetzt einfach gar nicht mehr wahrscheinlich, also die Clearing-Belohnungen, dass du musst gar nicht mehr die Ligen, die Teams besiegen, sondern du kannst einfach zum Beispiel Spiele, das und das, in Dinger, Spiele drei Matches oder sowas in Heroes Arena. Und dann bekommst du schon die Belohnung. So habe ich es jetzt verstanden. Kann auch anders sein natürlich. Dann bekommst du schon diese Coins. Nicht alle Coins natürlich, aber nicht diese Kisten-Coins, aber diese Clearing-Belohnungen, die man bekommt. Also wenn ihr so und so gemacht habt. So und so viele Matches besiegt habt. So und so viele Teams besiegt habt. Und ja, ist schon geil. Ist schon geil, aber ich finde Heroes Arena, wie es aktuell ist, schon gut. Eine Sache, die sie aber noch hinzufügen wollen, und das ist die beste Änderung, muss ich ehrlicherweise sagen, in Heroes Arena, ist, dass sie ein bisschen die Stufen vereinfachen werden und halt einfach eine Stufenänderung vornehmen werden. Wie einfach das ist, wie schwer das ist, wie viel Belohnung du da bekommst, wie viel Belohnung du da bekommst. Vor allem einfach wegen True Awakening. Das ist einfach sehr wichtig. Und, weil wegen True Awakening sind ja auch LR-Coins reingekommen. Und jetzt auch ein anderer Punkt wegen True Awakening, nämlich der Demon King Fight. Und das ist mein absolutes Highlight aus dem Patch Notes. Mein absolutes Highlight. Kurz und knapp, True Awakening bekommst du nur durch Demon King, weil du hast ja diese besonderen Kisten, die du bekommst. Da bekommst du leider immer noch random deine Punkte, ob es jetzt Goddess ist, ob es jetzt Demons ist. Diese Belohnung, die du bekommst, das ist leider noch immer so. Du bekommst sie random, du kannst dich entscheiden für was. Aber du kannst jetzt von Anfang an sozusagen sagen, ey, genau was ich vorhin gesagt habe bei Training Grotto, öffne Demon King Kampf 10 Mal, also mit 10 Coins, mit 10 SSR Coins. Öffne 10 Mal, musst es nur einmal spielen, aber bekommst die Belohnungen mal 10. Und das wollen sie rein implementieren in Demon King. Und das ist crazy. Das ist crazy. Du machst einfach deine 10 S-Anhänger, die du normalerweise immer einzeln gemacht hast, 10 Matches. Jetzt machst du ein Match, hast aber genau die gleichen Belohnungen, nur mit einem Match. Das ist ehrenlos. Das ist geil. Das ist wichtig und richtig. Und mit Abstand die beste Änderung, die wir wahrscheinlich 2024 bekommen werden in diesem Game. Wahrscheinlich. Und wirklich Schmackofatz. Wirklicher Schmackofatz. Es ist krank. Dann hier, das steht auch einige Sachen über Menü. Das glaube ich steht weiter unten erst, glaube ich, oder? Ah, jetzt weiter unten. Sorry, ich bin ein bisschen abgerutscht. Aber ein bisschen was mit dem Labyrinth haben wir ja schon mitbekommen, dass sie einige Sachen beim Labyrinth ändern, wie es jetzt beim letzten Labyrinth war. Ich weiß nicht, ob die es jetzt aufs letzte Labyrinth auch meinten, wie die es gesagt haben. Aber die haben so viel gesagt, dass sie halt ein schwieriges Labyrinth machen wollen und ein einfacheres Labyrinth. Das haben die ja sozusagen letztes Labyrinth-Season schon gemacht, dass es ja die linke Seite gab, die schwierig war, und die rechte Seite gab, die leichter war. Ob die es jetzt weiter so machen, und es war jetzt nur so gesagt, dass wir es jetzt verstanden haben, diese Änderung, oder ob die wirklich zwei Labyrinths machen, die du von Anfang an reingehen kannst, wo du zum Beispiel von Anfang an, das ist jetzt sehr ein krasses Beispiel, aber sagen wir mal, im schweren Labyrinth bekommst du von Anfang an nur SR-Dudes oder Slayer zum Beispiel, so alte Units, und im einfachen Labyrinth bekommst du vielleicht in der ersten Floor sogar schon DK Melly. Das ist sehr, sehr krass gesagt gerade, aber nur, dass ihr versteht, dass sie wirklich sozusagen zwei verschiedene Labyrinths machen oder es wirklich einfach das bleibt, was ist mit diesen zwei Wegen, was eine einfacher ist und die andere schwerer, wo du halt mehr Punkte bekommst. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich könnte mir beides gut vorstellen. Dann kommt ein neues Minispiel rein, Percivals Abenteuer. Ich denke mal für die OG-Spieler und die Spieler, die jetzt angefangen haben, aber ich weiß jetzt nicht, wie relevant das für die Spieler ist, jetzt, die wo jetzt erst angefangen haben. Nämlich, kennt ihr noch das eine Minispiel mit Hawk, wo man ein bisschen mit Hawk jumpen musste? Ich glaube, da musste man mit Hawk jumpen und sowas. Das hat man immer für diesen einen Gem gemacht, den man bekommen hat. Bei jeder Freestage hast du diesen Hawk-Event gehabt. Und dann konntest du es machen, hast immer ein Gem bekommen. Also als ich früher Gems gefarmt habe, bin ich in jeder Freestage gegangen, habe das gemacht. Und ich denke mal, es wird genauso ein Minispiel werden. Also so wie ich es verstanden habe. Aber ich wirklich keine Ahnung. Ist einfach ein Percival-Minispiel angelehnt an Four Nights of Apocalypse. Weil es gehört jetzt natürlich auch ins Game. Jetzt, was ich eigentlich auch cool finde, ist die Neuorganisation der Event-Boss-Kämpfe. Nämlich kennen wir ja Kimara und Marek. Oder Malek, wie es bei uns im Deutschen heißt. Und da ist ja bei uns ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, langweilig, weil sie sind eigentlich jetzt nicht mehr krass schwer. Trotzdem mache ich ja Guides für Leute zum Beispiel, die erst angefangen haben. Weil für Leute, die erst angefangen haben, ist der
manchmal noch sehr schwer, die vielleicht nur Level 90er Charaktere haben oder gar nur Level 80er Charaktere. Können die Bosse ja trotzdem schwer sein, aber trotzdem mache ich ja da meine Guides, wobei man wirklich sie auch ohne Guides besiegen kann. Weil die keine krasse Strategie haben, sage ich euch ganz ehrlich. Aber was sie jetzt machen wollen, ich skippe jetzt mal wirklich bis nach ganz unten, weil da ist jetzt nicht krass viel, eine neue Schwierigkeitsstufe, eine höhere Schwierigkeitsstufe für Leute einfach, die jetzt, natürlich alle Spieler, die da sind, aber wahrscheinlich auch für ein bisschen fortgeschrittene Spieler, nicht für die krassesten, für die neuesten, sondern für die krassesten. Und natürlich auch für Veteranen, ganz normal halt einfach. Ich denke mal, die werden einfach eine Challenger-Herausforderung bei Kimara oder halt allgemein bei Event-Bossen jetzt herausbringen. Einfach die, wo wir schon bei bei den Final-Boss haben, zum Beispiel bei Hell, denke ich, werden die auch einfach jetzt bei Event-Bossen sowas rausbringen. Und das fühle ich. Bekommst du ein bisschen mehr Belohnungen, hast du aber auch eine krasse Schwierigkeit. Ist nice. Ist sehr, sehr nice. Dann das hier ist wirklich nichts Besonderes. Es ist, wo ist das? Meisterschaftsspiel. Ich glaube, das ist bei Geared PvP das andere, was du da spielen kannst. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann. Ist es Top 100 oder so? Ich habe keine Ahnung. Also wirklich, diesen Part habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich glaube, irgendwas mit Meisterschaftsspiel und da bekommst du neue Münzen. Challenger-Münzen heißen die. Und die kannst du auch im Shop für andere Sachen ertauschen. Klärt mich da gerne in den Kommentaren auf. Da ist mein Gehirn gerade ein bisschen offline, aber ich denke mal, einige von euch werden es schon checken. Schreibt es mir dann einfach, wie gesagt, in die Kommentare. Und dann das Letzte aus den Death Notes. Ein langes Video schon, muss man ehrlicherweise sagen, aber das Letzte aus den Death Notes. Auch was vielleicht Leute, wo sie darauf freuen, ich ehrlicherweise nicht so. Nämlich wollen die einfach dieses Kampfmenü ein bisschen verändern. Ihr wisst schon, wenn ihr auf Menü geht und dann da eure Skip-Tickets machen könnt, da direkt auf Dinge auf PP gehen könnt, direkt auf Final Boss gehen könnt, ihr wisst weiter, was ich meine. Und die wollen es jetzt nicht wegmachen, da kann ich euch schon mal hier versichern. Es bleibt eigentlich an sich so, wie es ist. Nur wollen die so eventbedingte oder seasonbedingte Sachen oben im Menü anzeigen lassen, dass man sie halt auch nicht vergisst. Auf einer Seite ist es halt gut, wenn zum Beispiel Heroes Arena da ist oder Labyrinth da ist, ein Event Final Boss und ein Event Boss sogar. Und ein Event Tower, natürlich, ganz klare Sache. Vor allem ein Collab Event Tower. Und die werden dann einfach ganz oben angezeigt, anstatt der Skip-Tickets, anstatt der Boss-Fights und sowas. Und für mich ist es halt so, Veränderung ist eigentlich gut. Braucht man auch sehr oft, dass es frisch bleibt. Aber ich weiß nicht, ich mag es eigentlich schon so, wie es ist. Oben die Skip-Tickets, unten links an der Final Boss, dann in der Mitte PvP und sowas. Ich hoffe, die verkacken das nicht, wenn die das Format wirklich anders machen. Schauen wir aber mal, wie sie es wirklich verändern werden, weil wir wissen es ja noch nicht. Wir können eigentlich nicht viel drüber reden. Das war es auch tatsächlich auch schon mit den Death Notes. Ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt. Sowas, was die hier sagen, wir hören auf euch, wir haben euch gehört, wir hören eure Meinungen und sowas. Das sagen die tatsächlich jedes Jahr. Das sagen die tatsächlich jedes Jahr. Wir sind so in einen bestimmten Zyklus reingekommen, wo die erste Hälfte des Jahres ein bisschen reinscheißen, weil die zu viele Sachen reinbringen und das zu viel für die Spieler ist. Und dann sagen die, oh, okay, wir wussten nicht, dass es zu viel für die Spieler ist. In der zweiten Hälfte machen wir Änderungen zu diesen Sachen, verbessern. Dann kommen geile Änderungen, wie wir hier schon gehört haben. Sehr, sehr geile Änderungen. Aber dann auch wieder eine Sache, die halt wieder ein neues Teil, wie heißt das? Ein neues Level-Up-System, zum Beispiel zu New Year's oder sowas. Und dann fängt das Zyklus nächstes Jahr, erste Hälfte von 25 wieder an. Und das war bis jetzt jedes Jahr leider so. Gucken wir mal, dieses Jahr war es aber sehr, sehr schlimm. Vor allem, weil die am Anfang des Jahres gesagt haben, 2024 wird ein großes Jahr von Grand Cross. Dieses Jahr war aber echt sehr, sehr schlimm. Gucken wir mal, wir wissen es aber nicht. Deswegen will ich nicht so based sein, jetzt das wirklich schlecht reden. Wir wissen nicht, was Netmarble noch geplant hat. Meine Theorie ist es, die habe ich ja schon öfters genannt, dass sie wirklich jetzt gesagt haben, erste Hälfte konzentrieren wir uns nur darauf, was wir in der zweiten Hälfte machen. Deswegen kamen in der ersten Hälfte überwiegend nur sehr, sehr viele gerushte Sachen. Haben wir rausgebracht. Von Rise of Apocalypse wurde angeteased. Dann, nur Original-Charaktere, keine Four Knights-Units, keine Seven Deadly Sins-Units, keine Movie-Units. Und wirklich, das also natürlich Golfer und sowas, Arthur und sowas. Man muss aber ehrlicherweise auch dazu sagen, die einzigsten zwei krassen Units, die rauskamen, waren Chaos Arthur und The One Escanor, die wirklich relevant sind aus der Story jetzt von Seven Deadly Sins, weil ein Golfer ist halt ein Golfer, war jetzt nichts Besonderes aus Seven Deadly Sins. Aber Chaos Arthur ist halt Chaos Arthur, der hat einen Punkt in der Story und der Escanor kam halt rein, weil er kurz vor dem Tod von Escanor halt sozusagen released worden ist.
kann man schon einiges verstehen, kann man schon einiges verstehen, die beiden Units. Aber sonst muss ich ehrlicherweise sagen, denke ich, haben die jetzt hier alles Wacke herausgeholt, was man machen konnte. Und jetzt in der zweiten Hälfte von 24 werden wir einige geile Sachen zu sehen bekommen. Ich hoffe natürlich, ich liege richtig. Ich habe aber keine Ahnung, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht bekommen wir noch Ende des Jahres, jetzt zwischen November und Dezember, noch ein Collab. Ich habe keine Ahnung, wie es da mit den Releases steht, aber ich denke, es könnte schon sein. Gucken wir mal, was Netmarble da geplant hat. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.